Hallo und willkommen zu Detroit Become Human Demo-Version. Wir spielen hier Detroit Become Human. Erstmal die Demo würde ich hier machen auf dem PC mit 60 FPS, also hoffentlich sehr vielen FPS. Weil ich möchte erstmal mit euch hier gucken, wie das im ersten Part, also die Demo-Version, hier klappt. Und dann würde ich weitermachen. Also wird wahrscheinlich noch so einen Monat dauern, bis wir dann noch weitermachen können. Aber schon mal so gesagt, wir fangen direkt mit der Demo an. Es ist das erste Level, das weiß ich schon. Und das ist die Geisel. Also rein da. Gut, da sind wir auch schon. Wir spielen Connor. Das ist ja der Detektiv, der Android, der halt alles untersucht. Wir leben ja im Jahre 2048 oder 38 und da sind die Androiden in Detroit sehr groß da. Also ein Großteil. Okay, wir haben einmal Philip Joan, Philip Emma und Philip Evelyn, die hier in diesem Apartment leben. Gut, dann wissen wir schon mal, was das hier für eine Familie ist. Oh, hier liegt ein Fisch rum. Ja, Zwergfadenfisch. Okay, ja. Nein, ich will nicht liegen lassen. Nein, nein. Ach Gott, mit der Steuerung muss ich mich noch gewöhnen. Ich kann ihn jetzt nicht mehr wieder aufheben. Scheiße. Aber ich kann hier schön reingucken. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh. Bitte, bitte. Retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Das, wir müssen jetzt gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Ich bin der Captain Allen. Ja, ich kann natürlich verstehen, dass sie hier sehr verzweifelt ist, weil Androiden sind jetzt nicht die Leute, die man gerne ansprechen möchte. Außer vielleicht den ChatGPT, weil man da gerne Hausaufgaben abgucken kann und so. Aber ansonsten würde ich nie eine KI ansprechen, weil ich immer Angst habe, wie sie mit mir umgeht. Aber naja, wir sprechen jetzt den Captain an. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Okay, Name des Abwehrsystems, Verhalten des Abwehrsystems, Schock, Deaktivierungscode. Ich sag mal den Namen. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Verhalten des Abwehrsystems. Wie war der? Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Sag mal, sei doch ein bisschen kooperativ. Okay. Ja, die Chance ist jetzt ein bisschen gesunken, weil der uns nicht helfen möchte. Ja, hier geht es natürlich sehr viel um Untersuchen und hier, Entscheidungen treffen, das was wir auch bei Old Republic kennen. So, wir gucken jetzt mal. Hier ist anscheinend eine Waffe gewesen, ne? MS 853 Black Hawk. Da ist die Munitionskiste. Munition 355. Okay, rekonstruieren können wir jetzt. Genau, wir können jetzt hier sehen, was der gemacht hat. Der hat die wahrscheinlich vom Frank genommen, genau. So, wahrscheinlich sehr hektisch. Genau, der Abweicher nahm die Waffe des Vaters. So, alles ist runtergefallen. Der schnell geöffnet, schnell die Knarre geholt. Okay, verstehe. 51%.
So, dann gehen wir mal hier rein. Das ist wahrscheinlich das Zimmer von der kleinen Alice. Oder Emma, hier ist sie, ach, keine Ahnung. So, was ist denn hier am Laufen? Das ist ein Tablet, das ist sehr modern. Oh, ich kann mir den Touchpad wischen. Ich spiele übrigens mit PS4-Controller. Gleicher Name Daniel. Okay, dann müssen wir schon mal den Namen. Und wir sehen auch schon die Tochter. Fand den eigentlich sehr gut, aber irgendwas ist anscheinend passiert. Weil, dass er jetzt so durchgedreht ist. Was hier am Laufen, warte mal, anhören. Kopfhörer. Naja, die Musik ist jetzt nicht so gut. Kind hörte keine Schüsse. Das kannst du doch nicht wissen. Man hört trotzdem immer noch sehr genug, was draußen alles passiert. Gibt es hier noch irgendwas? Oder? Scanner haben wir ja. Wir haben den Scanblick. Okay. Da drinnen gibt es noch was. Anschauen. Im Bad gibt es anscheinend nichts Großartiges, oder? Ja. Gut, dann gucken wir mal hier. Was gibt's hier? Drei Schusswunden anscheinend. Warte. Schusswunde Kaliber 355. Lungenblutung Pneumophorax. Okay, okay. Damit kenne ich mich nicht aus. Linke Niere perforiert. Natürlich Abdominaltrauma. Alter, was ist das hier für ein ganzes Zeug? Ich lerne hier gerade halbe Gesundheit. Lungenblutung, innere Blutungen. Ja, alles wegen dieser, in diesen Abweichsaß. So, das war Philip Jones. Das war der Vater. Schätze Todeszeitpunkt 19:29 so rum. Ich wollte gerade das Datum sagen. Bin ich blöd. Okay, rekonstruieren. Wie ist denn das jetzt hier passiert? Okay. Also er saß hier, hat sich wahrscheinlich irgendwas angeguckt. Auf dem Tablet oder auf dem Fernseher. Gibt es hier einen Fernseher? Nee, okay, dann auf dem Tablet. Und hinter ihm war der Abweichler. Vater hielt etwas in der Hand. Ja, das war ein Tablet. Und der Abweichler... Oh, er bemerkt, okay, der Abweicher ist hinter mir mit einer Pistole. Dann schießt er. Der Abweicher hat bestimmt auch noch was gesagt, deswegen hat er es auch bemerkt. Okay, er schießt, fällt dann hier auf den Stuhl und da hinten ist das Tablet runtergefallen. Vielleicht steht da was Hilfreiches, warum er jetzt ausgeflippt ist. So, gucken wir mal. Entsperren. Abweicher sollte ersetzt werden. Oh, er wollte einen neuen kaufen. Deswegen. Okay, verstehe. Ah! Alter, ich hab mich ja voll erschreckt. Junge, dieser Schuss kam so plötzlich. Alter. Puh, erstmal wieder runterkommen. Okay, hier können wir noch was analysieren. Das kam jetzt wirklich plötzlich. DBD of Server, erster Tod. Okay, er kam wahrscheinlich als erstes. Verstorben. P.O. Deckard and Tony. Geschätzter Todeszeitpunkt 20:03. Ach, das ist anscheinend gestern schon passiert. Weil. Nee. Wenn das eine 19 Uhr passiert ist. Okay, ja doch, das macht schon Sinn. Dann ist es heute passiert. Schusswunde. Okay. Rechte Herzkammer. Perforit, innere Blutung. In seiner Hand hat er noch was. Bleistifan. Was? Bleistifanat? Antimonzulifit. Ach Gott. Nur ein Schuss. Okay. Rekonstruieren. Okay. So, hier hat er die ganze Zeit geschossen auf ihn.
Geise sah die Schießerei. Ja, das war die kleine Alice. Hat er wahrscheinlich mitgenommen. Der Polizist verletzte den Abweichler. Er schießte ihn wahrscheinlich an der Schulter, so wie das aussieht. Ja, voll einen Headshot hat er bekommen. Und die Waffe slidet dann unter den Tisch. Waffe geortet. Gut, dann nehmen wir die doch mal gleich. Jetzt dürfen wir auswählen, ob wir die nehmen möchten oder die da lassen. Ich nehme sie einfach mal mit für Sicherheit, falls er am Rumschießen ist. Okay, aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Hier gibt es aber noch was zu finden. Analysieren. So blaues Blut, oder? Frisches blaues Blut. Modell PL600. Ah. Abweicher Modell PL600. Gut, jetzt wissen wir auch das Modell. Das ist eine PL-Nummer. Hier gab es noch was zu scannen. Ein Schuh. Das ist wahrscheinlich von der kleinen Alice. Genau. Kinderschuh. Buntes Modell. Geisel konnte verletzt sein. Er könnte verletzt sein. Ja, ja, da ist auch Blut an seinem, an dem Schuh. Das kann ich hier machen, oder? Schauen. Oh, okay. Ist gerade am Ballern. Okay, dann gehen wir rein. Let's go. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte, nicht! Gut, Scharfschützen sind anscheinend auch noch da. Okay, Name. Hi, Daniel. Wo? Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Kann ich mich auch probieren? Ja, ich kann mich auch probieren. Oje, der Helikopter macht ja alles hier weg. So, bewegen uns wieder langsam. Geise gehen lassen, Daniel beruhigen. Wir beruhigen ihn einfach. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Ich sag einfach mal die Wahrheit. Ja? Ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. Ja, alles gut, ich lasse dich schon fallen. So! Guck dir an. Nicht mehr. Okay, die Chance hat sich verstärkt. Emma und du. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Möglichen Grund? Ja, sagen wir den Grund. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Beschuldigen, einfühlsamen Defekt. Defekt, sag ich. Du bist defekt, Daniel. Es gibt ein Problem mit deiner Software. Wir reparieren das und alles kommt vielleicht, wieder Vielleicht, An mir ist nichts kaputt. Oh, scheiße. Ich funktioniere perfekt. Wir haben es verschlechtert. Aber dir wurden die Augen geöffnet. Gut, dann ich werde mich nie wieder demütigen lassen. Nie wieder. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ja, so ja. Ich mach's für dich. Los, verschwinde. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitteschön. Da, du kriegst dein Bild. Letzte Chance, Vertrauen, Bluffen, rational. Ich sag Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Okay, er stabilisiert sich. Ich will das alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Selbst opfern, Kompromiss. Ich sag Kompromiss.
Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Okay, hat sie immer noch stabilisiert. Ich will nicht sterben. Selbst am beschwichtigen. Du wirst auch nicht sterben, wir werden nur reden. Oh, 100%. Du hast mein Wort. Das ist schon mal gut. Okay. Ich vertraue dir. Oh, er hat sie fallen gelassen, alles gut. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Mission erfolgreich. Gute Arbeit, Connor. Und damit ist Detroit hier gerettet. Denkbar. Gut, das war's mit der Demo Edition. Hier sieht man nochmal das Ab. Warte, ich lese mal vor. Das ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkunden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vollständigkeit des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Genau. Man muss schon mehrmals das machen, damit man die verschiedenen Wege findet. Also nochmal spielen ist auf jeden Fall hier empfehlenswert. Also hier kann man auch schon sehen, was man hier noch, ja, Fisch ignoriert. Ich hätte eigentlich den Fisch da reinlegen können, aber ich habe mich verklickt. Was gibt's hier noch? Waffe des Polizisten nehmen. Ah, hier hätte ich die Waffe wahrscheinlich auch da gelassen. Dann hier nach draußen gehen und was da? Keine Ahnung. Abbrech hier draußen. Okay. Kühle Herangehensweise. Überverfüllen. Okay. Da gab es auch noch ein paar Möglichkeiten. Ah, und hier sehen wir noch verschiedene Enden. Connor sprang wegen Emma und Flea. Scharfschützen erschossen Abweichler. Connor starb und hat Emma gerettet. Oh mein Gott, ich bin froh, dass wir die Mitte genommen haben, also das zweite von den drei. Weil, hätten wir jetzt das erste genommen, ja, dann wären beide tot. Und das dritte, naja, dann wäre Connor tot. Und ja, eigentlich die gleiche Szene, aber er wird halt nur erschossen. Ja, das war die Demo. Genau, in Detroit verändert deine Entscheidung den Verlauf der Geschichte. Szenen können je nach Spielweise sehr unterschiedlich sein und jede Szene kann Langzeitauswirkungen haben. Willst du diese Szene einmal spielen und einen anderen Wegausgang erleben? Nein, will ich nicht, denn ich will jetzt erstmal hier einen Cut setzen und wir werden uns wahrscheinlich in einem Monat in das richtige Spiel sehen oder vielleicht gibt es einen Steam-Rabatt und dann ist das in 20€ so rabattiert und dann können wir auch schon in diesem Monat spielen. Aber ich hätte auf jeden Fall mega Bock auf Detroit Become Human und wir werden wahrscheinlich auch nicht nur Connor sehen, sondern auch noch viele andere Charaktere. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.